Wir wollen uns die Bedienung des Motorola Razr E oder i genauer anschauen. Ich starte das Gerät, indem ich hier rechts auf den Anschalter drücke bzw. die Sleep and Awake Taste. Hier steht jetzt Motorola und das Gerät fährt hoch. Wir haben hier ein 4,3 Zoll Display. Dabei handelt es sich um ein Super AMOLED Advanced Display. Das ist hier eine Auflösung von 540x960 Pixel, also eine QHD Auflösung. Wir haben 16,7 Millionen Farben und Android Ice Cream Sandwich in der Version 4.0.4 und es soll ein Upgrade zu Android 4.1, also Jelly Bean, geben, beziehungsweise irgendwann möglich sein, aber das ist noch nicht weiter bekannt wann. Wir haben hier einen 2 GHz Dual-Core Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher und jetzt sind wir auf dem Lockscreen und schauen uns das mal an. Hier habt ihr dieses Schlüsselsymbol und dann könnt ihr aussuchen, wohin ihr das schieben wollt, also entweder zieht ihr quasi rüber zum Entsperren, nach oben zum Telefon, zur Kamera oder SMS, MMS. Wir entsperren das Gerät einfach, indem wir es nach rechts ziehen und jetzt sind wir hier auf dem Startbildschirm. So sieht das Ganze aus. Ist ganz schön Design. Wenn ich hier mal diese Widget anschaue, das ist eine ganz coole Widget mit Uhrzeit, Wetter und Akkulaufzeit hier. Und was haben wir hier? Natürlich unsere Screens. Und ihr seht, das wäre jetzt der letzte Screen und dann kommt die Möglichkeit, dass ihr eine weitere Seite hinzufügt. Da könnt ihr eine Vorlage benutzen bzw. eine leere Seite hinzufügen. Wenn ihr nach links weiter wischt, dann kommt ihr irgendwann bei Schnelleinstellungen an. Telefonklingeltöne ein, WLAN an, Bluetooth, GPS, Mobilfunk, Datenflugmodus, Telefonsperre. Auch praktisch, hier oben die Google-Suche, dann könnt ihr natürlich wie immer die Notification-Bar von oben nach unten ziehen. So, zack. Und wenn ihr jetzt hier raus zoomt, dann habt ihr hier auch nochmal eine Übersicht über eure Seiten. Könnt ihr auch, wenn ihr lange drauf drückt, natürlich verschieben. Und wenn ihr sagt, ihr braucht eine neue, einmal auf Plus und wählt dann eine neue Vorlage oder einfach eine leere Seite. So, jetzt haben wir die zum Beispiel doppelt, wollen die hier löschen, sagen wir mal. Dann zieht ihr hier oben in Entfernen rein. Ja, was haben wir hier für Knöpfe? Wir haben hier, oder Touch-Knöpfe, wir haben hier den Zurückknopf. Wenn ihr euch jetzt in einer Applikation befindet, im Menü und so weiter und so fort, kommt ihr damit natürlich immer wieder zurück. Dann haben wir hier den Home-Button. So kommt ihr zum Homescreen, habt ihr gesehen? Und nochmal drauf gedrückt jetzt, kommt ihr hier wieder zur Übersicht und könnt natürlich das Ganze individualisieren. Hier haben wir den Task-Manager, ist gerade nichts geöffnet. Öffnen wir mal irgendwas. So, und jetzt haben wir das hier, den Browser, und den könnt ihr, indem ihr nach rechts wischt, ganz einfach wieder beenden. Ja, was könnt ihr sonst noch machen? Ihr könnt das Ganze natürlich noch weiter individualisieren. Dazu schauen wir uns ja erstmal die Apps an. Hier unten haben wir 4 Schnellzugriffe, das Telefon. So, Ziffernblatt habt ihr hier natürlich, wie immer, zuletzt verwendete Favoriten. Dann haben wir hier Kontakte, da kommt ihr direkt zu euren Kontakten. Gruppen könnt ihr einrichten oder auch hier wieder Favoriten und das war jetzt falsch. SMS könnt ihr hier schreiben. Ich zeige euch die Tastatur gleich und hier kommt ihr direkt in den Kameramodus. Kameramodus, den schauen wir uns natürlich in Teil 4 an, wo wir uns die Kamera genauer anschauen. Wie gesagt, 8 Megapixel Kamera hinten, LED-Licht. Vorne haben wir eine Kamera, die in VGA auflöst. So. Und dann haben wir hier natürlich in der Mitte wie immer die Apps und da haben wir jetzt einen Überblick ganz nach links, App-Favoriten, da könnt ihr welche hier hinzufügen. Dann habt ihr hier allgemein eure Apps 1, 2, das war's schon. Und dann kommen hier die Widgets, die ihr natürlich auf euren Homescreens ablegen könnt und hier kommt ihr direkt zum Play Store. Schauen wir da mal ganz kurz rein. Hier kriegt ihr Apps, Spiele, alles kostenlos oder kostenpflichtig und Spiele zeige ich euch natürlich wie immer, Multimedia-Video und Apps seht ihr hier nochmal. Was haben wir hier? Das ist kostenpflichtig, einmal weiter kostenlos. Immer wieder fragen Leute, wie gesagt, gibt es WhatsApp, gibt es Facebook? Ja, gibt es Skype? Ja, alles kostenlos. Facebook Manager, Deutsche Bahn, Amazon, Shazam und so weiter und so fort. Alles, was man braucht. Android ist eigentlich sehr gut darin, kostenlose Apps anzubieten. So, gehen wir nochmal zu unseren Apps, schauen nochmal hier kurz rein und da seht ihr erstmal, allgemein sind auf dem Gerät jetzt nicht so viele Apps vorinstalliert wie bei anderen Geräten. Also wir haben hier Latitude, Kontakt habe ich ja eben schon gezeigt, Localizations, Maps, was natürlich immer Standard ist, Movie Studio, Navigation, also die Standardsachen, Playbooks, um Bücher zu reden, E-Books,
Play Store, um weitere Sachen herunterzuladen, Musik und so weiter. Also, und das war es aber schon, YouTube natürlich. Und dann so das ein oder andere Spiel, was ich noch extra heruntergeladen habe, um es euch im Multimedia-Video zu zeigen. Wie individualisiert ihr jetzt hier die Homescreens? Lange drauf gedrückt, dann könnt ihr hier erstmal Galerie-Hintergründe, Live-Hintergründe verändern. Also, wenn ihr Live-Hintergründe einstellen wollt, lange drauf drücken, hier drauf drücken. Auch hier werde ich immer wieder gefragt, wie kann man hier animierte Sachen hinzufügen? Das geht so. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt eine neue App hier hinten ablegen oder eine neue Widget, geht ihr hier, wie gesagt, auf Apps, sagt Bad Piggy, lange drauf drücken, zack, zieht ihr hin. Wollt ihr löschen, lange drauf drücken, hier hoch in Entfernen reinziehen. So, machen wir mal eine leere Seite, fügen die hinzu und dann suchen wir uns mal eine Widget aus und schauen mal, was wir hier so haben. Sagen wir zum Beispiel Lesezeichen, lange drauf gedrückt. So, lange drauf gedrückt und dann zieht ihr die einfach hier hinten drauf. So einfach geht das und so könnt ihr dann eure Homescreens individualisieren. Wie ihr sehen könnt, die Google-Suche bleibt immer hier oben. Könnt ihr auch über Sprache steuern und euren Standort mit verwenden. Ja, Sprachbedienung und so weiter und so fort. Hier seht ihr auch zum Beispiel Befehle, Rufe, Anrufen, Karte von und so weiter, Websuche und ja, SMS senden, da habt ihr dann unterschiedliche Möglichkeiten, hier das Gerät auch mit Sprache zu bedienen. So, schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz die Tastatur an. Ihr drückt hier oben auf Plus, um eine neue SMS zu schicken, Empfänger hinzufügen, hier Nachricht verfassen. Haben wir die ganz normale Querztastatur hier, Hallo, und dann ist hier das Leerzeichen Wie. Und hier werde ich jetzt korrigiert, weil ich vertippe mich natürlich, ich sitze hier hinter der Kamera, wie immer. Deswegen drehe ich ja Videos. So, wie geht's dir? So, und da sieht man aber auch hinter der Kamera, wie immer, eine gute Schreibmöglichkeit. Ich werde korrigiert und vertippe mich jetzt auch nicht so wirklich. Hier habt ihr Sonderzeichen, könnt ihr euch hier auf 1, 2, 3 und so weiter. Weitere Sonderzeichen, hier kommt ihr zurück. Und dann haben wir hier die Spracheingabe, testen wir das auch mal ganz kurz. Hallo, wie geht es dir? Was machst du heute noch? Wollen wir uns treffen? Bla 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 bla. So, also ihr seht, das funktioniert gut. Brechen wir das Ganze mal ab an dieser Stelle. Siri funktioniert gut. Na, das ist aber nicht sehr werbetauglich. So, und dann habt ihr aber gesehen, die Tastatur ist eigentlich sehr sensibel. Also ich kann hier wirklich gut schreiben, die reagiert wirklich sehr gut, muss man sagen. Hier nochmal in verbreiteter Querztastatur könnt ihr also noch sensibler schreiben. Schauen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz den Kalender an, den hatte ich hier noch gesehen und der sieht so aus. Dann habt ihr hier natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, euch das anzuzeigen. Tag, Woche, Monat. So, und dann kriegt ihr eine Monatsübersicht, bald ist der erste Advent. Hier nochmal 1. November und so weiter und so fort. Hier auf die drei Punkte neuer Termin könnt ihr weitere Einstellungen vornehmen. Ja, das sind erstmal die generellen Apps, die ich euch zeigen wollte, damit ihr das einmal gesehen habt. Hier könnt ihr E-Mails schreiben, Smart Action, schauen wir uns das auch nochmal an. Aber ich werde euch alle weiteren Sachen, hier bekommt ihr so Einführungen und Tipps, alle weiteren Sachen werde ich euch im Laufe des Videotests genauer zeigen. Da werden wir uns natürlich wie immer die Internetfunktion, Kamerafunktion und Multimediafunktion anschauen. Ja, so viel zur Bedienung vom Motorola Razr Eye. An sich ist das eine sehr flüssige Bedienung. Ich finde die Oberfläche auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sieht eigentlich ganz schön designt aus, so ein bisschen edel, so ein bisschen, abgehoben. Auch so, wenn ihr hier zum Beispiel rausgeht, dann seht ihr, wie sich der Bildschirm ausschaltet und so weiter. Also vom Design finde ich es eigentlich echt so ganz cool und schick, muss ich sagen. Manchmal muss ich sagen, hängt es, aber wenn ich so von Homescreen zu Homescreen wechsle oder hier irgendwas öffne, seht ihr, dann hakt es manchmal so ein bisschen verzögert, wenn ich eine neue Seite hinzufügen möchte und so. Schauen wir uns jetzt noch einmal ganz kurz, bevor das Video zu Ende ist, an die Informationen an, die wir hier finden. Zum Beispiel Hardware-Informationen haben wir hier Einrahmen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Systeminformationen, Android 4.0.4 seht ihr hier. Und ja, also so viel dazu. Weitere Infos wie immer auf www.handy-mc.de.